Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Dieses Mal ist es ein Realtime-Part, der erste sozusagen. Also die erste Folge, wo das richtig ist. Das ist nicht, weil ich Speedpills nicht mag. Ich liebe Speedpills tatsächlich aktuell. Dadurch, dass ich so viel Zeit habe. Aber das ist einfach ganz gut. Weil ihr euch ja auch Realtime-Parts gewünscht habt. So, ich habe hier einen Haufen Cutters reingesetzt. Wie sich das gehört, meiner Meinung nach. Und die nehmen die Klettersachen ganz gut an. Ich habe noch ein paar Seile gespannt hier. Genau, das habe ich noch gemacht, sodass das ein bisschen mehr Cutter-like aussieht. Für meinen Geschmack. Und dann habe ich hier drin auch noch Kletterstuff gemacht, wie man sehen kann. Ich wollte das nicht in der Folge machen und ich wollte das auch nicht als Speedbild machen. Denn mittlerweile habt ihr ja gesehen, wie ich Klettersachen baue. Ist ein bisschen schade, dass sie nicht über die Seile kommen, aber ansonsten ist es ganz cool. Man kann hier durchgehen. Da ist leider ein Pfeiler hier mitten im Weg. Weiß ich noch nicht, ob ich den wegmachen soll oder ob das ganz cool ist. Aber die Cutters lieben es und die Besucher scheinen es auch zu lieben. Genau. Vielen Dank übrigens auch nochmal für den ganzen Zuspruch, für die ganzen Kommentare, die ihr mir schreibt und für die ganzen Daumen nach oben. Das unterstützt mich und das freut mich total. Jedes Mal, wenn ich einen Kommentar kriege, ist der Hammer. Das ist tatsächlich der Hammer. So, die Cutters nehmen das ganz gut an. Die können allerdings auch hier rein und raus. Das ist ein bisschen schade, sag ich mal, aber der Rest ist eigentlich ganz gut. Oh, guck mal hier, die machen sich sauber. Genau, das Gehege ist natürlich noch nicht fertig. Da fehlen ja noch ein paar Pflanzen. Aber der Kletterstuff, den habe ich hier nochmal gemacht. Ich glaube, ich habe hier außenrum auch noch Pflanzen gemacht. Genau, das glaube ich, habe ich hier hingekriegt. So. Nichtsdestotrotz. Ein paar von den Cutters haben übrigens das Verhütungsmittel. Sodass da nichts, dass es nicht eskaliert hier mit denen. Lass uns mal gucken. Wir brauchen Tropen- und Afrika-Pflanzen. Das ist auf jeden Fall so das, was ich jetzt in Angriff nehmen möchte. Dass die hier ein paar Pflanzen bekommen, meine Cutters. Dass das ein bisschen natürlicher aussieht. Und dann gucken wir mal, wie das klappt, ob ich hier auch einen Baum mit in die Mitte setzen kann, zum Beispiel. Würde das gehen? Oder wäre das zu viel? Ne, das geht tatsächlich. Und das geht tatsächlich auch gerade hier, ne? Sehr gut, dann haben die da schon mal einen großen Baum. Verdeckt natürlich ein bisschen die Sicht. Aber dann ist das halt so. Inspektorin ist im Zoo angekommen. Da, schau her. Der hätte es vielleicht auch getan, der kleine Baum. Ah, der große. Ich finde die großen Bäume halt so wichtig. Eine Palme möchte ich ja nicht ungern haben. Was mit so einem hier? Lass uns einmal die Winkelausrichtung wegmachen. So, dann. Guck mal, dann haben wir hier so Lemur Island. Cutter Island. Irgendwie sowas. Ein, zwei Pflanzen brauchen die noch. Auch gerade hier so. Was haben wir noch? Für gute Pflanzen hier nochmal so ein Farn, so ein Buschfarn hier. Und die hier halt. Ah, guck mal da, der Pfleger geht da auch durch. Drinnen muss ich natürlich auch noch ein paar Pflanzen machen gleich. Kommt noch. Ich trinke mal einen Schluck, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. So ist das. Es geht einfach nicht weg. Kleinen Moment. Ich mach kurz Pause. So, ich hoffe, dass das geholfen hat. Das ist zu groß. Das ist auch zu groß. Aber die Büsche brauche ich irgendwie noch. Das ist schade, dass ich nicht diese anderen Dinger habe. Machen wir so. Das ist witzig, dass die mal eingepackt werden direkt. Hier drüben fehlt noch irgendwas. So vielleicht. Auf dem Stein finde ich ein bisschen heftig.
So, vielleicht. Wie sieht das Gehege jetzt aus? Das sieht schon sehr dschungelig aus. Meiner Meinung nach. Da laufen die alle, weil die Hunger haben. Ja, das ist also unser Cutter-Gehege hier. Ich werde das noch mit den Paten machen, tatsächlich. Viele von euch haben sich da die Paten gewünscht, aber ich habe gerade keinen... Ach, guck mal, der läuft auf dem Baum. Ich habe gerade keinen Paten parat. Ich möchte mir in diesem Let's Play jetzt auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, die Tiere anzugucken. So, hier drin brauchen wir auch nochmal ein, zwei Pflanzen, denke ich mal. Da kommen wir nicht drum herum. Hier zum Beispiel eine Palme reinzusetzen. So, dann bin ich auf jeden Fall schon mal drin. Dann halt diese hier. Die ganz gut sind. Auch für solche Innenräume hier. Und dann wären Lianen halt tatsächlich die bessere Wahl als Seile, aber Seile sehen halt cooler aus. Da machst du halt nix. Aber so kannst du machen, dann können die hier wenigstens draufklettern. Oder? Müsste eigentlich sein. Falsch. Ja, das ist dann halt zu groß. Das ist dann zu viel Gestrüpp. So, vielleicht. Die werden die ganze Zeit eingepackt hier. Da schon wieder. Dann ist das halt so. Muss man halt damit leben. Wie sieht das jetzt von drinnen aus? Lass uns einmal kurz als Besucher rein und gucken. Ja, das geht auch voll klar. Ist ja nur das Haus von denen. Von daher ist das völlig in Ordnung. Ja, die haben 43% Pflanzen. Das geht voll klar. Das, was denen jetzt noch fehlt, ist Spielzeug. Normales Spielzeug. Glaube ich, weil Futterspielzeug müssten die haben, ja? Ja, Futterspielzeug haben die 100%. Die brauchen hier so ein Keyboard und ein Eisklumpen und solche Sachen. Das ist witzig, weil eigentlich haben die ja die Box. Ist die Box langweilig? Box existiert gar nicht. Aha, guck mal, da läuft er rüber jetzt. Also für hier ist das cool. Die anderen, ich finde die Seile halt auch awesome, weißt du? Das ist halt blöd. So, wir haben dieses Mobile, was ich eigentlich noch nie gesehen habe, das irgendwelche Tiere benutzt haben. Da sind wir schon fast auf 100%. Und dann bekommen die halt noch einen kleinen Ball hier in die Mitte. Sehr gut. Jetzt haben die 100%. Ernährungsqualität ist noch nicht so gut. Das ändern wir mal hier. Kurzerhand. Da geben wir den Stufe 3, weil... Warum nicht? Wenn wir eh unendlich viel Geld haben, können die genauso gut das gute Futter kriegen. Und schon ist das Cutter-Gehege, glaube ich, ganz gut fertig eigentlich, ne? Mir wurde noch empfohlen, den Baum hier wegzumachen. Soll ich das machen? Ja, das kann ich eigentlich machen. Als ich noch keine Pflanzen im Gehege hatte, sah das blöd aus, als ich den Baum weggemacht habe. Aber so ist, glaube ich, ganz gut. Und dann kann man hier gucken. Kommt man hier zu Cutter Island. Und kann sich das angucken. Wir brauchen noch eine Informationstafel. Das ist doch gut. Ich finde das cool. Das Gehege, oder? Was sagt ihr? Mit dem einen großen Baum in der Mitte passt das eigentlich auch völlig in den Rahmen. Ich bin zufrieden mit dem Cutter-Gehege. Spielen die jetzt mit dem Mobile? Ja. Scheinbar haben die damit schon gespielt. Die Blöden. Wenn die Seile jetzt noch benutzen könnten, wäre das noch super. Weil ich habe geguckt auf Bildern und wenn ich das jetzt alles mit Lianen machen sollte, sehe es halt nicht so geil aus wie mit Seilen. Seile sind halt nochmal ein Stück cooler, ne? Dann habe ich noch mehr von diesen
Reifen gemacht, von den kleinen Reifen. Und die hier überall hingehängt. So ein Spielzeug fehlt allgemein noch für Primaten, meiner Meinung nach. Auch für die Großen. Und hier drin habe ich tatsächlich ein paar mehr Reifen. Aber die Katas freut das alles hier. Die finden das super. Ist ein bisschen unrealistisch. Ah, da ist ein krankes Tier. Was hat das Tier? Was hat die? Listeriose. Okay, was auch immer das ist. Gucken die Leute hier einfach. Können die was sehen? Hier drin ist aktuell kein Cutter. Ah, da kommt einer rein. Ich habe auch Schilder in den Boden platziert, dass die hier ruhig sein sollen, die Leute. So, das haben wir auch. Ach, warte mal, ich kann eigentlich auch nochmal hier draußen eine kleine Wasserschüssel reinmachen, ne? Aber bis jetzt haben die nur drinnen trinken. Und jetzt haben die auch noch draußen ein bisschen was. Nur für den Fall, dass die was brauchen. Ich benutze die ja eigentlich nicht. Ich benutze eigentlich immer die Wasserleitung. Aber das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Das mal auch zwischendurch zu haben, so eine kleine Wasserschüssel. Und mein Mitarbeiter benutzt das hier ganz gut. Beziehungsweise meine Mitarbeiterin. Das ist auch so. Wo gucken... Achso, da. Ich wollte gerade sagen, wo gucken die denn hin? Aber da ist ja ein Cutter. Ich finde das toll. Ich finde es awesome. Es sieht auch deutlich besser aus, wenn die über so eine Liane laufen. Das Ding ist halt, mit den Seilen sieht es halt cooler aus. Ach ja, hier drin können die dann hier rüber gehen und so. Und dann haben die hier so Schlafplätze, wo die sich hinlegen können. Und auf der anderen Seite sind auch nochmal Schlafplätze. Sodass die ein bisschen von den Besuchern geschützt sind, wenn die da oben sind. Aber sich auch zeigen können, wenn die wollen. Draußen? Draußen ist aktuell keiner. Das ist so ein bisschen wie das Mandrillgehege im Park Zoologico de Bahia. Nun besser, meiner Meinung nach. Ich finde es besser auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann lass uns hier hinten noch ein bisschen schicker machen. Die Idee wäre jetzt, hier drüben auch nochmal irgendwas zu machen. Was fehlt den Leuten? Bildung. Ach ja, Mist. Da müssen wir ein Bildungsgerät machen. Die Idee war jetzt... Wo sind Zäune? Da. Es gibt halt diesen Zaun hier. Den kann man ganz gut hierzu umverwenden. Habe ich gesehen. Man holt sich halt Inspiration, wie sich das gehört. So, dann erstmal auswählen hier. Ohne Steine bitte. Als Gruppe speichern. Und da hängen wir dann den hier dran. So quasi. Muss das hier natürlich ein bisschen smarter noch gemacht werden. Aber ansonsten sieht er halt so hier aus. So als... Als Informationsstand. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Kopieren. Dann kann man hier auch nochmal. Hier auch nochmal gucken. Und lesen. Brauchen wir sonst noch welche? Oder reichen zwei? Ich mache hier auch nochmal einen hin. Da so.
genau. Und dann machen wir hier drin. Hängen wir einen an die Wand. Hier. Dass die Leute auf jeden Fall lesen können über Cutters. Wenn es das ist, was sie wollen. Und hier drin brauchen wir auch nochmal einen Umgebungslautsprecher, habe ich mir überlegt. Und der soll am liebsten so bräunlich sein. So ist gut. Und dann ist hier Dschungel bei Nacht. Gibt es das nicht auch? Ja. Sehr gut, dann haben wir Dschungel bei Nacht. Und hier draußen kommt auf jeden Fall nochmal ein Informationslautsprecher über die Cutters. Nicht zu laut und nicht zu leise. Machen wir hier drüben auch nochmal einen. Sehr gut. Kann man sich da was anhören? Nice, dann haben wir das ja auch schon mal. Hier gehen die draußen. Die Leute gucken. Hauptsächlich von drinnen, ne? Ah, die müssten die ja hier draußen auch gut sehen können. Ist da Wasser drin mittlerweile? Nein. Schade eigentlich. Die freuen sich aber, die Cutters. Das ist auch schon mal ganz wichtig. Inspektorin war im Zoo. Hat aber nichts, hat nichts ausgestellt. Leute, das ist doch schon mal gar nicht so blöd, dass wir das haben. Das Cutter-Gehege. Das ist so der Anfang vom Zoo. Ah, da fliegen Ballons. Das ist so der Anfang vom Zoo. Ich bin mal gespannt, wie ich noch weiter verfahren möchte. Ich glaube, als nächstes mache ich hier so einen Weg lang. Ich möchte mich halt gerne in die Richtung hier ausbreiten, sodass wir quasi hier einen Zaun hochziehen. Sodass wir den Zoo sehr geschlossen halten irgendwie. Das ist so meine Idee. Hier könnte man aber auch nochmal irgendwas machen. Irgendein kleines Tier quasi. Hier vorne. Weil ich möchte gerne jetzt ein bisschen weiterbauen, hier hinten hin. Und dann hätte ich überlegt, ob ich da Grizzlybären hinmachen soll. Also als nächstes wären es dann Grizzlybären. Ich habe gelesen, Tiger und Löwen und so werden sich auch noch gewünscht. Die kommen auch noch. Ich werde so einen Großkatzenbereich machen. Und eventuell jetzt bei den Bären mache ich dann nochmal so ein, zwei nordamerikanische Tiere. Hier diese Gabelböcke zum Beispiel. Das wäre noch nicht schlecht. Aber das hier, also ich möchte mein Zoo nicht nur kontinentbasiert haben, sondern ich möchte auch so ein bisschen mischen. Weil ich finde, dass die meisten Zoos hier bei uns eher so gemischt sind. Teilweise gemischt auf jeden Fall. Die haben natürlich auch oft Tiere zusammen, die sonst auch zusammen sind, aber die sind auch oft gemischt. Die Cutters können tatsächlich drin und draußen sein, ohne einmal den Boden zu berühren. Das ist schon heftig. Können die hier reinlaufen? Und hier rauslaufen? Die können alles erreichen hier draußen, ohne einmal den Boden zu berühren. Ah, wobei, nee. Geht doch nicht. Geht nicht ganz. Ich freue mich, Leute. Ich freue mich. Ich hatte noch überlegt, ob ich hier eine rote Varis reinmachen soll, aber das habe ich jetzt gelassen. Wir halten uns mal an die kleinen Cutters. Ja. Das ist so die Folge gewesen heute, denke ich mal. Wir machen das mal so ein bisschen entspannter. Nächstes Mal wieder ein kleines Speedbild, wo ich dann auch das Bärengehege anfange. Den nordamerikanischen Bereich, wenn man das so sagen kann. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn heute nicht so viel Progress war, wenn wir eher ein bisschen gequatscht haben. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut es mal rein. Tschüss, Leute.